Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Meine Meinung nach 95. Ich habe mich dafür entschlossen, doch die beiden Aufzüge hier am Bahnhof Mörder zu filmen. Hier gemietet, hier im U-Bahnhof. Wo ist der Aufzug? Ah, da links, genau. Da ist der. Da ist der Aufzug. Jawohl, direkt hinter dem Treppenhaus, Treppenaufgang. Schaut euch aus. Sehr schöne Bahn. Aber da ist der Aufzug. Der Aufzug ist bereits da. Und hier steht auch ein Fahrkartenautomat. Das heißt, dass er mit dem Aufzug davon wohl auch ohne so Fahrkarte fahren. Wenn das nutzen. Also hier kann man auch bis zur Brücke fahren. Auf die Winne 1. Genau, der wurde auch modernisiert. Bau 1995. Ebene sind wir auf der Ebene 2. Minus 2 meine ich. Minus 1, das ist die so Verteilebene. Null ist die so Straßenebene. Und dann die Ebene 1 ist die so Bahnhofsbrücke zum südlichen Teil. Ausgang, Höhe der Brücke. Und man kann auch hier in die so Stadt reinlaufen. Aber wir fahren hier nach unten auf die so U-Bahn-Ebene und dazu gehen wir gleich auch rein ins Bezirksrathaus Hörde. Und hier gibt es auch noch zwei so Thyssenkrupp-Aufzüge oder so ein Thyssenkrupp-Aufzug. Und leider steht hier nirgendwo, wann die Aufzüge hier modernisiert wurden. Stadtbahn Richtung Brandauer und Klarenberg. Okay. Auf jeden Fall wieder. Und der andere Aufzug liegt genau am so anderen Bahnsteigende. Da heißt mal über den kompletten Bahnsteig laufen zum Aufzug. Oberstation, der Bahnhof. Oh, diese Fahrtreppe wurde bereits erneuert. Und da ist der Aufzug. Ich sehe zumindest das Schild. Und auch den Aufzug. Da ist der. Das ist das gute Stück. Aufzug Nummer 1 fährt nur bis zur Ebene 0. Bis zur so Straßenebene. Aus der Bahnhofstraße oder so ein Bus, Peter Aufzug ist Weinutz. Okay. Das ist auch so verteilte Ebene, aber man kann nicht. Aber das ist hier eine so andere verteilte Ebene. Denn, ja, jetzt zurück zum Aufzug. Der wurde auch modernisiert oder die so Knöpfe wurden hier ausgetauscht. Aber ich denke, dass auch so modernisiert wurde. Baujahr 1995. Aber nach oben. Verteilebene. Ausgang. Schlanke Mathilde. Bis auch hier direkt in der Stadt. Denn genau. In der Verteilebene auf der anderen Seite gibt es auch ein Kundencenter. Und hier leider nicht, hier gibt es nur Automaten und keinen Schalter. Fahrhaus hat aus 50 auf dem Bahnsteig. Okay, das heißt, da sehen wir auch die Maschine. Super, sehr schöner. Und da sind dann hier noch diese originalen Tassen. Es geht sehr tief nach unten. Und bis zum nächsten Video. Tschüss.